Es ist der Hammer, es ist unglaublich. Die wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete, heute die 13 Uhr Ausgabe am 13.04. Ja, es ist unglaublich, das Internet ist voll von extrem kritischen Videos, die also sozusagen ganz klarstellen, hier der Meinungskampf, die wissenschaftliche Diskussion tobt hin und her zwischen zum Beispiel Dr. Wolfgang Wodak, Arte mit Profiteure der Angst und Dr. Med Rüdiger Dahlke, der sozusagen sein ganzes Lebenserfahrung darin reinlegt und das alles gegen GMX, gegen die GMX-Propaganda, gegen Lukaschenko, dem Präsidenten von Belarus oder Weißrussland, den sozusagen die Medien versuchen kaputt zu machen mit seiner quasi ganz, praktisch Null-Maßnahmen-Strategie gegen Corona. Ja, das ist ja ein Dorn im Auge von GMX und allen anderen und so weiter. Und gegen Greta, also gegen Greta Thunberg, denn die erweisen sich als die Dienstmägde des Kapitalismus jetzt plötzlich, wo sie doch immer von Antikapitalista schreien und von Postkapitalismus und Abschaffung der Marktwirtschaft einerseits. Und jetzt plötzlich sind sie Fridays for Future und Greta Thunberg ein ganz lammzahm und lammfromm sozusagen, die absolut kapitalistisch hören. Ja, vielleicht hat ja Greta Thunberg auch demnächst einen Termin bei Bill Gates oder so. Na, und ja, also da ist also sozusagen, da wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, sind bei Fridays for Future und Greta, vielleicht ist es genauso unglücklich gespalten, dass die einerseits eine Hälfte haben, die aus absoluten Kapitalismusfreunden besteht. Und die anderen aus Stalinisten, die am liebsten alle Reichen umbringen würden, ja? Also, und dazwischen sind natürlich dann die nextscientistforfuture.de, alles ein Wort, natürlich dann sozusagen zerrieben oder haben keinen Platz dazwischen, weil sie mit naturwissenschaftlicher Vernunft natürlich den Kapitalismus beenden wollen und müssen sozusagen, aber natürlich nicht mit Unvernunft und auch nicht mit verfassungsfeindlicher Gewalt und so weiter, sondern mit Aufklärung und mit Lösung und vor allem durch Mitnahme der geliebten Milliardärskönige, denn gegen diese, erlebt man ja jetzt gerade, geht überhaupt nichts. Es geht überhaupt nichts, denn im Moment haben sozusagen einige Großaktionäre mit ihren zugehörigen Pharmakonzernen und Medizinkonzernen die Welt im Totalgriff. Das ist ganz normal. Das ist ganz das Resultat der Evolution. Und bevor ich jetzt also diese ganzen sensationellen Dinge berichte, muss ich ja die Beweisführung machen, damit es eben nicht zu dem Vorwurf kommt, wir würden hier ohne Beweisführung sozusagen kritische Gedanken äußern. Also ganz kurz, und ich verweise auf alle über 400 anderen Videos, Materialien, auf über 400 andere Videos und vier Homepages, in denen Sie alles studieren können, wo Sie das gesamte Wissen, wie die Welt wirklich funktioniert und wie Leben wirklich funktioniert, vollständig studieren können. Ich kann nicht in jedem Video immer alle Beweisführungen wiederholen. Nur ganz kurz eine kleine Beweisführung. Hier der erste, vor 170.000 Jahren vielleicht, der erste in der Evolution, der erste Heiler, also Vorfahre der Ärzte, und gleichzeitig der erste Medikamentenhersteller sozusagen, Zaubertränke, Heiltränke und so weiter, ja? Und er sagt den Leuten nahe, ach, eigentlich braucht ihr meine Heiltränke gar nicht. Ihr müsst nur immer schön
ihr dürft auf keinen Fall diese neumodische Nahrung, die diese komischen Händler jetzt überall rumtransportieren, die dürft ihr nicht essen, weil das ist denaturiert und dann wird euer Immunsystem schwächer und dann gewinnen Viren und gewinnen die Krankheiten einfach überhand. Ja? Also wenn ihr krank seid, dann seid ihr wahrscheinlich krank wegen dieser neuen Lebensmittelhändler, die da von Kommune zu Kommune wandern. Nein, lebt einfach so weiter, lebt traditionell mit herrlich reifen Früchten, Gemüsen, Wildkräutern, Nüssen, Pilzen und ja, und ganz natürlich, bewegt euch weiterhin viel, schmust viel, lebt eure Liebeskommunendasein, so ähnlich wie die Bonobos das ja auch heute noch tun und so weiter. Genießt und dann braucht ihr mich eigentlich nicht. Gesagt und getan, einmal beraten brauchen die Leute diesen Heiler nie wieder und deswegen muss sein Urenkel irgendwann die Wanderpraxis schließen, weil er nämlich eine neue Konkurrenz bekommen hat. Nämlich ein späterer Heiler irrt sich plötzlich, Variation und Selektion, das große Naturgesetz des Universums und der Erde und der Menschheit sozusagen und des Lebens allgemein. Dieses Naturgesetz sagt, es muss irgendwann zu Irrtümern kommen und dann ist hier ein Heiler, der sich total irrt und sagt, nein, ihr dürft diese Ernährungshändler, Nahrungshändler, deren Fraß dürft ihr essen, der ist total gesund und der ist ja auch viel billiger und so weiter. Später dann bei uns ja mit einem ganzen Chemie-Cocktail, das könnt ihr alles unbedenklich essen. Ihr habt nur alle einen Mangel an meinen Heiltränken, an meinen späteren Chemotherapeutika, Impfungen, Tests, Bestrahlungen und anderen Dingen, Operationen und so weiter. Nur weil ihr diesen Mangel habt, werdet ihr krank. Ja, und außerdem sind es, wenn, dann eure Gene, die euch krank machen und niemals diese krankmachende Ernährung zum Beispiel oder so oder die Umweltvergiftung oder so, das spielt alles keine Rolle. Und dadurch züchtet er sich quasi einen Stamm von Dauerpatienten, weil die Leute sich ja krank essen, dadurch ständig neue Symptome entwickeln und er kann ständig neu verkaufen als Pharma, also Medikamentenhersteller und Heiler sozusagen, als Vorfahre des heutigen pharmazeutisch-medizinisch-industriellen Komplexes, der im Moment die ganze Welt im Griff hat sozusagen. Und er läuft eben in der Evolution dem davon. Muss die Wanderpraxis geschlossen werden. Und was ist der tiefere Grund für diesen Evolutionsprozess? Und er kann hier zwei Kinder ernähren und hier dann drei. Und dann entsteht eine ganze Medizinprofessoren-Großfamilie, die eben die ganzen Hochschulen beherrscht. Ja, was ist der tiefere Grund? Der tiefere Grund ist eben die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die er total verherrlicht und uns tatsächlich ganz massiv mit seiner Atlas-Initiative und bürgerlichen Revolution total auf den Hals setzen will. Das heißt, er plädiert quasi für Narrenfreiheit für Pharma- und Medizinkonzerne, auf dass die sozusagen eigentlich die Welt beherrschen dürfen. Denn im Moment ist es so, wir finden uns in einer Phase der Weltherrschaft der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, weil ja dadurch, dass diese Irrtümer sozusagen zum Wesenskern der Medizin Forschung geworden sind und Medizinforschung im Wesentlichen aus Irrtümern, diesen gewinnbringenden Irrtümern, die hier ihren Anfang hatten, sozusagen, diese Irrtümer haben sich mit den Familienmitgliedern ausgebreitet und haben die Mehrheit gebildet innerhalb der Medizin, während das ja hier ausgestorben ist und in den Fachzeitschriften keine Rolle mehr spielt, ja. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass jetzt natürlich, es gibt immer einzelne gute Ärzte wie Wodak und all die anderen Hockerts und so weiter, die ganzen guten Ärzte, Rüdiger Dahlke und so weiter, die Dinge durchschauen und sich so ein bisschen ausklinken aus dem Mainstream der Schulmedizin und Pharmaindustrie und ihre, in ihrer Lebenserfahrung oder auch
Dr. Medgerd Reuter mit TH sehr zu empfehlen, der Nachweis, dass Medizin tötet und wie sie tötet und so weiter. Und aber die Masse der Menschen ist absolut hörig, die glaubt, also für die ist der Arzt nicht ein Halbgott in Weiß, sondern ein Vollgott in Weiß. Herr, sage, ich höre auf dich. Also das ist der große Gott der Neuzeit sozusagen. Auf Papst Franziskus hören nur noch wenige, aber auf die Götter in Weiß, die Vollgötter in Weiß hören alle und lassen sich, und es geht so weit, dass GMX sogar berichtet, dass die Mehrheit der deutschen Bürger so gehirngewaschen ist, dass sie eine Verlängerung der Maßnahmen befürwortet, also gegen eine Aufhebung der Maßnahmen ist. Schluck Wasser. Sorry. So, dann legen wir mal richtig los hier mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, legen wir mal los. Also, damit ist die Beweisführung da, warum also echte Naturwissenschaftler, wenn sie wirklich was können, kein Wort glauben, das von einem Medizinvertreter kommt. Kein Wort glauben, das von einem pharmazeutischen Konzern kommt, während unsere ganze Gesellschaft und die ganze Welt im Moment total hörig ist gegenüber der Medizin- und pharmazeutischen Industrie. Alle. Ja? Und von daher können ja auch zum Beispiel die Politiker gar nicht anders, wenn die Menschen alle hörig sind, dann müssen die Politiker dem gehorchen und dann eben die gesamte Weltwirtschaft weiter ruinieren, wobei es da auch wieder Gewinner geben wird und Deutschland wird sicherlich und Europa wird sicherlich zu den Totalverlierern dieses Wettbewerbs, der da jetzt läuft, dann gehören, während vielleicht Weißrussland, Belarus mit Lukaschenko als Präsident, der ja sagt, das Ganze ist ja eine weltweite Psychose, eine Corona-Angstpsychose, dass der wird möglicherweise wirtschaftlich in der Weltrangliste einige Schritte aufsteigen können, weil er sich ja immer noch trotz aller Propaganda des Restes der Welt dagegen wehrt, ja. Naja, gut, also das heißt, also wir haben eine Situation, Pharmaindustrie und Medizinindustrie proben gerade die Weltherrschaft. Das habe ich vor Jahrzehnten schon prophezeit, dass wir auf diesem Weg sind. Es hat sich ja schon angedeutet mit der Zwangsimpfung oder Impfpflicht für Masern und so weiter. Und jetzt kommt der totale Herrschaftsanspruch sozusagen, ja. Und die Bürger machen alle mit, die Weltbürger. Das ist eben der Punkt, warum die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall so gefährlich ist und warum unbedingt die Wohlfühlstimme, ja, der hier, wo haben wir es, die Wohlfühlstimme, ja, hier, so, die Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future.de sein muss, hier Wohlfühlstimme, Bhutan, Bruttonationalglück, weil sie eben dazu führen würde, dass wir die pharmazeutische und Medizinindustrie in den Griff kriegen und hier die Verhältnisse sich umkehren. Nämlich der Arzt, der die Wahrheit denkt und sich nicht irrt, der wird zum großen Gewinner, weil er wird überschüttet mit Verdienstzuschlägen wegen meiner verbesserten Wohlfühlnote, meiner verbesserten Gesundheitsdaten und so weiter. Und dadurch wird bald die gesamten Familiendynastien der Medizin, die ganzen Großfamilien der Medizin werden dann bevölkert sein von wahrheitsorientierten Ärzten und Medikamentenherstellern, und dann haben wir eine Pharmaindustrie und eine Medizinindustrie, die immer noch vielleicht gut verdient, aber sie dient dann uns Menschen
und sie versklavt uns Menschen nicht sozusagen. Im Moment ist es so, die Menschheit dient der pharmazeutischen und der Medizinindustrie und die pharmazeutische und Medizinindustrie sollen gut überleben, aber sie sollen die Diener der Menschheit sein und damit auch der Milliardärskönige. Denn, liebe Milliardärskönige, die sie zufällig nicht sozusagen an den nicht zufällig Großaktionär der Pharmaindustrie sind. Sie werden gerade finanziell geschädigt und auch wenn Sie, nehmen wir mal an, lieber Milliardärskönig, Sie sind jetzt ein Großaktionär der pharmazeutischen Industrie sozusagen, hier eine Nase für Sie, dann verlieren Sie trotzdem, denn Sie haben nur 5% der Lebensqualität, die Next Scientist for Future.de ruckzuck für Sie überall zumindest mal erstmal kostenlos in einem Staat der Erde für Sie herstellen können, in den Sie dann schleunigst umziehen sollten, weil das wird der Staat der Lebensqualität. Ne? Und er wird erstmal allen anderen Staaten davonziehen, bevor die dann auch von den Next Scientists for Future.de reformiert werden. Und leider sind diese Reformen so schwierig, dass es kein Staat schaffen wird, ohne diese 24 Professoren, Doktoren und so weiter das schaffen zu können. Ja? Da wird sonst nur Murks rauskommen, denn dafür brauchen sie ungefähr 50 Jahre Wissenschaftserfahrung, um die überhaupt ausreichende Kompetenz für diese Umgestaltung der Welt zu haben. Ja, also sie haben jetzt nur 5% ihrer möglichen Lebensqualität. Und sie, das habe ich ja letztens ausgerechnet, Statistik, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, sie haben ungefähr 63% der Lebenserwartung, die sie sonst hätten, also sie verlieren 37%. Und als Gesundheitserwartung haben sie im Moment sogar nur 37%, weil sie so früh chronisch krank werden, auch als Milliardärskönig. Warren Buffett ist ja chronisch krank an Krebs und so weiter. Sie haben also einen Verlust an 95% Lebensqualität, sie haben einen Verlust an 37% Lebensdauer und sie haben einen Verlust an 67% Gesundheit. Ja? Das waren die Zahlen, die ich für Sie ausgerechnet habe. Liebe Milliardärskönige, Sie müssen sich unbedingt mit den Next Scientists for Future.de zusammentun und dann werden ihre Aktien werden weiterhin Gültigkeit haben und alle Firmen können weiter überleben, denn natürlich sind die Next Scientists for Future.de keine Spinner, keine linksradikalen oder rechtsradikalen Verfassungsfeinde, sondern sie wollen eine harmonische Umgestaltung, eine Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das Chefideologen Dr. Markus Krall sozusagen, ohne irgendetwas zu zerstören. Also Beispiel, vergesse ich immer wieder zu sagen, für Deutschland würde das ein jährliches, konstantes, unendliches Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro jährlich bedeuten. Also 500 Milliarden pro Jahr plus und das ja dann praktisch in jedem Staat der Welt, denn die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall das ist quasi die freie soziale Marktwirtschaft ist eigentlich so, liebe Milliardärskönige, als würden sie einen riesigen Ofen haben und dort ihre größten Geldscheine, die es gibt auf der Welt, tonnenweise hineinschaufeln lassen von ihrem Personal, ihr eigenes Geld. Das ist eigentlich freie soziale Marktwirtschaft und das wollen die Next Scientists for Future.de ruinieren und ihnen 100% Lebensqualität, 100% Langlebigkeit und 100% Gesundheit schenken. Also die Next Scientists for Future.de werden nicht ruhen, bevor sie nicht 127 Jahre alt, gesund und strahlend vor Glück werden. Na, ist das ein Angebot? Ja? So, dann legen wir mal los, liebe Milliardärskönige, deswegen jetzt gut zugehört. Hier geht's um eure gute Zukunft. Na? So. Ja. Ja, so sieht's hier auch aus.
Also, Profiteure der Angst habe ich schon gewöhnt. Also bei Dr. Med. Rüdiger Dahlke muss man natürlich immer so ein bisschen abziehen, seinen Esotouch, ne? Esoterik, spirituellen Touch. Ne? Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten hat er einfach auch als Arzt einfach über 40 Jahre Praxiserfahrung. Und diese Lebenserfahrung teilt er in neueren Videos mit. Ich werde diese Videos nochmal schauen müssen, weil es ist wirklich ein Fundus von Gesundheitstipp TV als Sender. Der Sender heißt, glaube ich, Gesundheitstipp TV. Und Dr. Med. Rüdiger Dahlke ist da also immerhin sehr, sehr anregend, auch wenn es natürlich nicht viel Neues ist, aber ich werde es nochmal schauen, ne? Oder hören. Ja. Er schildert zum Beispiel, dass eben Dänemark damals früher, Dänemark profiliert sich ja jetzt als der totalitäre Pharmaindustrie-Impf-Diktaturstaat, ja, aber damals war es mal ganz anders. Die waren auch mal ganz anders. Die haben also damals gesagt, ja, wir müssen uns bei der spanischen Grippe, wir stellen mal den ganzen Staat auf pflanzliche Nahrung um. Und dann hatten die plötzlich kaum Tote bei der spanischen Grippe. Also die wirklich damals ja auf wahrscheinlich kriegsgeschwächte Immunsysteme getroffen ist und wirklich eine nennenswerte Zahl an Opfern hatte sozusagen. Aber in Dänemark deswegen kaum, weil die sich eben ungefähr an die gleichen Tipps gehalten haben, die ja bei den nextscientistforfuture.de die Videos mit Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob und Professor Dr. Michaela Döll und auch noch andere Videos. Ich habe auch ein eigenes gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil Video ja veröffentlicht oder beziehungsweise geliefert an die befreundeten Sender. Und ja, also von daher, das weist da also auch nochmal auf. Also allein mit einer gesünderen Ernährung kann man also auch einer schwersten Grippe, der spanischen Grippe, wo der Virus wahrscheinlich eine wesentlich höhere Durchschlagskraft als Corona hatte, wobei wir das nicht genau wissen, weil ja das Immunsystem der Welt auch schwächer war nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Vor circa 100 Jahren, ne? Dann auch der berühmte Bircher Benner, Arzt Bircher Benner, soll Soldaten auch von der spanischen Grippe geheilt haben durch seine pflanzliche Nahrung und so weiter. Dann sagt Dahlke eben, dass eben Waldbaden, ja, besonders, dass da das Immunsystem besonders angeregt würde, ist ja auch aufgeführt bei den nextscientistforfuture.de. Und dann Kurkuma und Ingwer, also Kurkuma betont er immer wieder, ich nehme ja Kurkuma, esse ja Kurkuma und Ingwer, hole ich mir ja immer beim Allnatur und so weiter. Dann erwähnt er natürlich auch Wildkräuter, verschiedene Sachen und so weiter. Ja, also das ist schon, geht genau in die gleiche Richtung. Ich würde nur sagen, dass die Next Scientists for Future da noch ein bisschen ausgereifter sind, auch was das die Lebensstilmedizin insgesamt angeht. Ja, auch den Sport, da gibt es ja Weiterentwicklungen und so weiter. Ja, und dann sagt er irgendwie, die in Italien, die Särgestaus, die seien, das ist doch eine interessante Information mal, ja, dann was Neues, dass die Särgestaus in Italien gar nicht, letztendlich erzeugt werden, wurden dadurch, dass einfach nicht in Italien generell es sehr wenige Verbrennungsöfen gibt. Und da man ja jetzt von Bodenbestattung oder Erdbestattung zu Verbrennungsbestattung wegen der angeblichen Infektionsrisiken gegangen ist, ist es klar, dass es zu irgendwelchen Staus kommen musste bei den Särgen und dass dann irgendwelche staatlichen Laster diese Särge medienwirksam sozusagen natürlich zu den wenigen Verbrennungsöfen transportieren mussten. Das er würde ja wirklich alles erklären. Wenn er da recht hat, dann ist das ja wirklich eine Sensation, oder? Habe ich Ihnen ja versprochen heute, dass es heute richtige Sensationen gibt, ne?
Dann berichtet er, dass eben viele befreundete Ärzte ihm berichten würden oder so, oder Krankenschwestern oder was, dass es einen Run auf die Kliniken durch ungefährdete Personen gebe, die in Panik geraten sind. Ja, also das, und dann ist es natürlich klar, dass man, wenn dieser Ansteckungsort aufgesucht wird, dass daraus riesige Komplikationen und Todesraten entstehen, wenn plötzlich lauter Ungefährdete in Panik sich dann Krankenhauskeime holen und dann plötzlich zu zusätzlichen Gefährdeten werden und so weiter. Ja, und in Italien und Spanien seien die Hygienemangel noch schlimmer als bei uns, wo die Killerkeime sowieso schon zigtausende jedes Jahr angeblich töten und so weiter. Und in USA sei, das haben wir schon immer gesagt, seit Jahrzehnten sagen wir das, dass eben die USA das schlechteste Gesundheitssystem der Welt wahrscheinlich hat, gerade deswegen, weil sie am meisten Geld für Pharmaindustrie und Medizinindustrie ausgibt, weil dadurch natürlich die Schädlichkeit der Medizin immer stärker zur Entfaltung kommen kann, je mehr Geld wir darin reinstecken. Ja? Und das war auch immer an den Zahlen zu sehen, die der Spiegel früher schon geliefert hatte, dass dieses Systeme, wo sehr wenig Geld in die Medizinindustrie und Pharmaindustrie gesteckt wird, oft die längste Lebenserwartung noch hatten und die mit dem meisten Geld in Pharmaindustrie und Medizinindustrie die kürzeste Lebenserwartung. Das hat der Spiegel vor Jahrzehnten schon berichtet, ne? Was ich natürlich immer sorgfältig wahrgenommen habe, ne? Und deswegen hat die USA aus Sicht von Dahlke, also eine, ich glaube in der Rangliste war es vielleicht das 40 oder 30 bis 40 schlechteste, nur das 40, 30 bis 40 beste Gesundheitssystem der Welt, obwohl es am meisten Geld in Pharmaindustrie und Medizinindustrie hineinpulvert. Das ist eben genau der Grund, das bestätigt Dr. Med-Gerd Reuter mit TH in seinem letzten ganz großen Videovortrag, dass eben Medizin tötet, weswegen er als erfahrener Arzt Dr. Med-Gerd Reuter mit TH natürlich auch ganz klar sagt, Sie müssen versuchen, der Medizin so wenig Medizin wie möglich zu begegnen in Ihrem Leben, dann haben Sie die potenziell längste Lebenserwartung. Ja? Jedenfalls dieser Art von Medizin, ne? Dieser frei sozial marktwirtschaftlichen kapitalistischen raubtierkapitalistischen Medizin des Dr. Markus Krall, die er uns noch schlimmer in schlimmerer Version auf den Hals setzen will. Ja? Ja, und dann Dr. Med-Rüdiger Dahlke wagt sich mit etwas hervor. Das ist ja auch wieder eine Riesensensation. Wenn da nur irgendwas dran wahr sein sollte, dann würde es natürlich alles erklären. Das wäre die Erklärung von allem, dass unser Gesundheitsminister angeblich 25% Aktien einer Pharmafirma halten würde. Und damit, also er sagt, Dahlke sagt so ungefähr wörtlich, dass damit ein Lobbyist, ein Pharma-Lobbyist Gesundheitsminister geworden sei, ja, für Deutschland. Ja, da er wagt sich sowas zu sagen. Also wenn das stimmen sollte, würde es alles erklären, sozusagen natürlich auch den Impfzwang und all die Vorstöße, wo er letztendlich sozusagen die Medizin zur mächtigsten Industrie Deutschlands versuchte zu machen. Ja, das würde alles erklären. Ne? Und ja, dann geht's weiter. Ja, so, nächste Seite. Ja, es kommt nicht mehr viel, aber ich hoffe, Sie finden es auch so spannend. Ja, und GMX eben macht eine ganz offene propagandistische Public Relations-Hetze gegen Weißrussland. Ja, das ist, erinnert mich an den Filmbericht vom öffentlich-rechtlichen oder vom Mainstream-Sendung, die Mainstream-Sendung sozusagen, wo ja auch schon mal ganz gezielt in Weißrussland bzw. Belarus sozusagen ganz gezielt Leute suchte, die gegen den Präsidenten Luschenko, heißt er glaube ich, sind und gegen seine Aussage, dass es sich um eine Welt-Corona-Psychose handelt sozusagen,
Und genauso geht jetzt auch GMX vor. Sie nehmen also wieder eine Propaganda-Institution gegen den weißrussischen Präsidenten sozusagen und nehmen das quasi als die Hauptquelle, ja, und stellen den weißrussischen Präsidenten wie einen Depp dar, so wie man halt Propaganda macht, ne? Wie gekonnte Propaganda macht, ja. Und das heißt also, denn in Weißrussland sind ja nicht nur die Fußballstadien offen, sondern auch die Diskotheken und Bars. Da müsste es ja eigentlich zu millionenfachen Totalinfektionen kommen mit Corona, ja, und alles sozusagen, da müssten jetzt riesige Berge sein, ja, an Toten und so weiter, ja. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie kriegt man darüber Informationen? Wird wahrscheinlich fast unmöglich sein, weil angeblich ja der Präsident ein Interesse daran habe, die Sterbestatistiken zu verschweigen, also irgendwie die Statistiken runterzudrehen, und die Ärzte werden natürlich auf jeden Totenschein, den sie ausstellen, jetzt Corona schreiben, ne? Und so wird natürlich jetzt ein Krieg zwischen Lukaschenko oder also zwischen dem Präsidenten sozusagen und der Medizinindustrie in Belarus, in Weißrussland jetzt toben sozusagen, und die Weltpresse sozusagen kämpft natürlich mit ihren Propagandamöglichkeiten auf der Seite der Medizinindustrie. Ne? Das ist ganz, ganz normale Logik, das ist so, und deswegen, liebe Milliardärskönige, das Problem ist, dass ihr davon eben auch geschädigt werdet und nicht nur die Masse der Menschen, sonst wäre es ja kein Problem für euch. Aber das Problem ist, dass ihr auch Opfer seid, und das ist das Problem, denn die Masse der Menschen, das würde euch nicht kratzen, das ist ganz menschlich, und es geht euch ja auch gar nichts an, was mit der Masse der Menschen wird. Das Problem ist, dass ihr bezahlt für das Ganze mit eurer Lebensqualität, mit eurer Lebenserwartung, und fragt euch selber, ob ihr Aussichten habt, 127 alt zu werden, ohne die nextscientistsforfuture.de. Das werdet ihr ohne die nicht schaffen. Ne? Und deswegen, liebe Einzelkontakt herstellen mit den nextscientistsforfuture.de. Ja? So, dann so. Also Diskotheken und Bars und so weiter, Restaurants, alles überall, maximale Ausbreitungswege für das Virus. Und jetzt müssten ja eigentlich all die Kritiker irgendwo die Leichenberge vorzeigen können. Na, es ist so. Und dann jetzt am Osterfest soll es dazu kommen, dass also wieder die Kreuze geküsst werden und die Ikonen geküsst werden aus religiösen Gründen. Also da müsste es doch zu unendlichen Ansteckungszahlen und damit aber auch zu Todeszahlen kommen, wenn Corona das Killervirus ist, wie es dargestellt wird. Was wir ja nicht wissen, sondern wir suchen ja nur Wahrheit. Ja? Wir wissen gar nichts, wir suchen nur Wahrheit. Wir suchen immer noch den Punkt, wo wir mal harte Daten bekommen, und wenn wir die nicht bekommen, dann müssen wir wenigstens, und dann, wenn wir diese harten Daten durch nichts bekommen können, dann haben wir nur eine Informationsquelle, die wirklich ist, nämlich die hier, die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, hervorgegangen aus der korrigierten und komplettierten genetisch-mimetischen Evolutionsbiologie und der neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL, den drei Alleinstellungsmerkmalen der nextscientistsforfuture.de. Ja, da haben wir den festen Boden. Ja, da die Zahlen, da ja jeder versucht, die Zahlen zu drehen in seine Richtung, sogar die Staatssterbestatistiken eventuell vom Präsidenten selber wieder gedreht werden, nach unten gedreht werden. Da haben wir nur dieses eine Quelle der verlässlichen Daten, den Weltrat der Weisen beziehungsweise die nextscientistsforfuture.de, den Arbeitskreis des Weltrates der Weisen sozusagen. Und einen anderen festen Boden haben wir gar nicht. Ja, also es gibt, weil wir wahrscheinlich nie wirklich an harte Zahlen rankommen werden, denn das werden alle verhindern, denn
das wäre ja die große Blamage, wenn die Zahlen irgendwann sagen würden, Corona war eine etwas kräftige Grippe sozusagen. Das wäre ja die Blamage schlechthin für alle die jetzt Kanzler werden wollen und so weiter. Das wird nicht geschehen. Wahrscheinlich werden wir nie harte Daten bekommen. Und deswegen haben wir hier nur diese naturwissenschaftliche Analyse, die uns ganz klar sagt, wir müssen zusammen mit den Milliardärskönigen ein teuflisches System des Dr. Markus Krall, nämlich den freien Markt, den Liberalismus, den Neoliberalismus, müssen wir endgültig beenden, denn er bringt zwar Geld für die Pharma-Großaktionäre, aber leider schadet ihrer eigenen Lebensqualität, ihrer eigenen Gesundheit und ihrer eigenen Langlebigkeit. Also das heißt, die Pharma-Aktionäre bezahlen selber einen riesigen Preis dafür, sie wandeln ihre eigene Gesundheit, ihr Lebensglück und ihre Langlebigkeit um in Milliarden, sterben früh unglücklich und krank. Und haben dafür aber ein paar Milliarden mehr auf dem Konto. Rechnet sich das, liebe Milliardärskönige? Ja, also liebe Milliardärskönige, ich denke, das rechnet sich nicht. Also ich habe es immer wieder hin und her gerechnet. Ich sehe für euch nur Nachteile. Ja, also dieser freie Markt muss aufhören. Der Chefideologe Dr. Markus Krall irrt sich leider. Diese freie Marktwirtschaft ist des Teufels, wenn es einen Teufel denn gäbe, ne? So, ja, dann schauen wir mal weiter. Schluckwasser. Also in Weißrussland ist schon ein Teil von der weltweiten Panik infiziert und macht selbst Maßnahmen. Das verfälscht natürlich auf der anderen Seite wieder die Ergebnisse, denn wenn die Leute selbst Maßnahmen machen, kann man sagen, naja gut, dadurch ist ja wenigstens ein bisschen was an Maßnahmen in Weißrussland und nur deswegen sind sie jetzt nicht alle tot, ne? Ja. Ja. Und diese Hetze, ja, so heißt er, Lukaschenko, der Präsident, ne? Trotz aller Hetze gegen Lukaschenko hat man aber keine Übersterblichkeiten vorzuweisen. Ja, na gut, also offiziell werden eben 26 Tote genannt und angeblich jetzt sozusagen die Medizin- und Pharmaindustrie und ihre Propagandisten behaupten jetzt ja angeblich vielleicht sogar mehr als 100 Tote. Aber wie gesagt, 26 Tote, jetzt wenn wir wieder rechnen würden, müssten wir die Bevölkerungszahl und so weiter, wahrscheinlich sind über 100 Tote, auch wenn das stimmen würde, auch nur ein schlechter Witz, weil da wahrscheinlich innerhalb von den letzten von 3 Monaten normalerweise wahrscheinlich auch so zigtausende Leute normalerweise sowieso sterben, wo man dann also eine Schwankung von 100 oder 200 oder 500 oder 1000 Leuten mehr oder weniger sowieso gar nicht bemerken würde bei den normalen Sterbeverläufen. Also wir müssten jetzt ja auch plötzlich riesige Mengen an Särgen haben. Wenn man an der Verbrennung nicht gehen will, müsste man jetzt gucken, dass die Särgeverkäufer müssten jetzt ja einen Boom haben in das wäre doch mal was. Gehen wir doch mal, wir müssten in Belarus, in Weißrussland, müssten jetzt die Journalisten, wenn es sich um gute Journalisten handeln würde, müssten die von Bestattung, von Särgeherstellungsfirma zu Särgeherstellungsfirma in Weißrussland gehen und fragen, ob die jetzt viel mehr Anforderungen, Nachfrage nach Särgen feststellen. Wenn die keine größere Nachfrage, denn ich glaube auch die Verbrennungen finden innerhalb von Särgen statt, ja? Und wenn dann keine erhöhte Nachfrage an Särgen oder Verbrennungssärgen und so weiter zu verzeichnen wäre, dann würde das auch bedeuten, dass eben keine erhöhte Sterblichkeit zu verzeichnen ist. Das wäre doch mal was. Also, dass wir uns an die Särgehersteller und Verbrennungssärgehersteller
wenden sozusagen und dort Statistiken kriegen. Aber wie gesagt, da reichen ja dann ein paar Bestechungsgelder und dann kommt die Falschaussage und dann kann man die senden. Ne? Also da, denn überall in Weißrussland dürften die alle dankbar sein für ein paar kräftige Bestechungsgelder. Also wir werden, glaube ich, nie an Kartezahlen rankommen. Ne? Ja, also und dann kann es ja auch sein, dass der Präsident die Staatsstatistiken nach unten gefälscht hat, weil er nämlich ja zeigen will, dass er recht hat und so weiter. Ja, und das, ja, deswegen werden wir vielleicht auch da nie wirkliche Zahlen bekommen. Ja? Ja, und die Sterbeurkunden und Totenscheine werden alles nach oben hin drücken wahrscheinlich, denn das sind ja alles so. Der Arzt hat ja jetzt gelernt in den letzten Monaten, dass man eben immer guckt, Corona, ja, da schreiben wir drauf Corona, ne, auf die Sterbeurkunde. Ja. 25%, ja, das hatte ich, die ja, dann Dr. Wodak, ja, in der Sendung von Arte, da die Profiteure der Angst, ja, wo es um den Schweinegrippenskandal und die Millionengeschäfte und Milliardengeschäfte der pharmazeutischen, medizinischen, industriellen Komplexe sozusagen auf der Welt ging damit, ja, und wo also sozusagen schon mal die ganze Welt am Nasenring durch die Manege geführt wurde, ja. Sozusagen, da ist eben, dass Dr. Wodak sich in dieser Sendung schon mit etwas hervorgewagt hat, wo er sich wahrscheinlich riesige, also sozusagen Feinde bei der Pharmaindustrie gemacht hat, die ja jetzt auf ihm einschlagen sozusagen. Wir müssen immer dran denken, dass alle öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wesensmäßig zu großen Anteilen ihr Gehalt beziehen von der pharmazeutischen und medizinischen Industrie. Denken Sie nur an die vielen Werbespots mit zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ne? Das ist ja die Masse der Werbespots, habe ich immer so den persönlichen, subjektiven Eindruck, der natürlich täuschen kann. Ne? Ja, und das bedeutet also sozusagen, im Prinzip sind unsere öffentlichen, rechtlichen Medien ein Pharmaziesender, Werbesender sozusagen. Ja. Aber das ist ganz normal unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, das ist der ganz normale Prozess. Deswegen nur ein Argument, liebe Großaktionäre der Pharmaindustrie, ja, bitte tun Sie sich mit den nextscientistsforfuture.de nur aus einem Grunde zusammen, weil Sie dann viel länger bis zu 127 Jahre alt werden können und das in vollständigster Gesundheit und Fitness und mit einer Lebensqualität, die 20 mal höher ist als Ihre jetzige Lebensqualität. Besonders die Liebesqualität kann ich Ihnen versprechen, denn die Unterdrückung der Sexualität ist ja das Wesensmerkmal, also die Erzeugung von weltweiter Verklemmtheit war ja das Wesensmerkmal der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Wenn Sie sich also mal fragen, warum Ihr Liebesleben so öde und so langweilig ist und so weiter und warum sich so viele reiche Menschen immer wieder junge Frauen, junge Jungs kaufen für irgendwelche Sexspielchen und so weiter und dabei sogar Straftaten begehen, bei denen sie sozusagen im Gefängnis landen könnten und so weiter, eben weil eben die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, quasi identisch ist mit maximaler Unterdrückung des Liebeslebens der Menschen sozusagen. Denn der Mensch kauft nur dann am meisten und wird nur dann am stärksten konsumsüchtig, wenn er unbefriedigt ist und etwa eine Ersatzbefriedigung braucht, eine Kompensation, eine Ersatzbefriedigung im Sinne von Sigmund Freud vielleicht, ja, und so weiter, ja.
Ja, und wie gesagt, ich habe es schon angedeutet, Greta Thunberg und Fridays for Future sind jetzt in dieser Sache und Angelegenheit plötzlich ganz nichts mehr System Change, sondern Systemhörigkeit. Ja, Pharmaindustrie und Medizinindustrie, sprich, wir springen. Ja, also und das ist auch wieder eine Enttäuschung. Sie sind eine Enttäuschung, wenn sie linksradikal sind, und sie sind eine Enttäuschung, wenn sie jetzt Kapitalismus-Fans sind, ne, und Kapitalismus-Befürworter sind. Ja, dabei gehört das zur Grundlage aller Kritik. Ja, ich erinnere mich immer an so Buchtitel wie die Pharma-Mafia und die Medizin-Mafia und so weiter, alles so ähnlich und so weiter. Das gehört doch zum Einmaleins des Nachdenkens über die negativen Erscheinungen im Rahmen des Kapitalismus und dass das plötzlich weg ist bei Fridays for Future und Greta Thunberg, erstaunt schon sehr. Ne? Trotzdem natürlich auch das Kooperationsangebot mit Greta und mit Luisa und so weiter. Denn egal wie wir endlich die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, des Chefideologen aller Rechten in Deutschland sozusagen, egal wie wir das beenden, mit Greta oder mit den Milliardärskönigen, mit Bill Gates, lieber Bill Gates, also das zum Schluss nochmal, also lieber Bill Gates, wo sind Sie? Hier, lieber Bill Gates, ja, sozusagen alle hacken ja jetzt auf ihn rum in den alternativen Sendern, Internet-Fernsehsendern hacken ja alle auf ihn rum, weil sie ja angeblich sozusagen sich da so total irren würden und einen Irrglauben an die Allmacht von Impfungen hätten und deswegen sozusagen das Ganze, sozusagen die ganze Welt in Richtung jetzt des Kaufes der Corona-Impfung lenken würden und so weiter. Das ist ja das, was alle von ihnen sagen, Dr. Med. Rüdiger Dahlke und Alken FM und all die Sender, die Fernsehsender im Internet sagen und so weiter. Ich gehe davon aus, sie sind kein schlechter Mensch, sie irren sich nur, sondern diskutieren Sie einfach mal mit den nextscientistsforfuture.de, mit der ehemaligen Bundesministerin vom Weltrat der Weisen und so weiter. Und wie die nachdenklich geworden ist im Laufe der Jahrzehnte, der vielen Jahrzehnte der Wissenschaft darüber, dass wir vielleicht doch ein paar Kleinigkeiten an unserem System ändern müssen. Eine systemische Lösung brauchen, die auch Ihr Leben, Mr. Gates, viel glücklicher, viel gesünder und viel länger machen kann. Ja, und ja. So, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder viele Rechtsradikale verärgert und aber auch vielleicht die Linksradikalen, weil ich ja nicht von Revolution spreche und so weiter. Ja, also wir müssen das mit Vernunft und Verstand machen und bitte wieder alle liken, abonnieren, weiterleiten und so weiter. Tschüssi, bis bald. Vielleicht kommt ja heute nochmal eine neue Tagesschau, wissenschaftliche Tagesschau. Tschüssi.